willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Hallo, heute zeige ich kleine Mantipu-Welpen von Züchterkollegen von mir. Die Mausis sind jetzt 14 Tage alt, unheimlich lieb, ganz klein und jetzt machen wir eine Einzelvorstellung. Als erstes zeige ich die kleine Hündin in dem Wurf. Vier Welpen gibt es, habt ihr gerade gesehen, es ist ein Mädel und drei Burschen. Die ist jetzt pechschwarz und jetzt schauen wir es genau an. Sie hat minimal ein weißes Sterndal da am Hals und ein kleines Fleckerl am Kinn. Das Bauchal ist schwarz und da hinten hat es auch noch weiße Zählis. Also die ist schwarz mit mini weiße Zeichen. Leider wird es so sein, wenn der Hund erwachsen ist und die Haare lang sind, dass von den Weißen nicht recht viel übrig bleiben wird. Der Hund wird schwarz ausschauen. Aber natürlich schaut es als Baby schnuckelig aus, wenn sie so besondere kleine Kennzeichen haben. Recht viel sieht man natürlich noch nicht, aber ich sage immer zu allen Interessenten, so früh wie möglich zeigen wir es her. Aber da müsst ihr noch ein bisschen geduldig sein, wenn dann diese schöne Entwicklung kommt, dass man einfach sieht, wie wird denn der Hund, wie formt sich das Kopfball, wie wächst das Fell daher. Das dauert halt ein bisschen. Aber eins nach dem anderen. So schaut das jetzt aus. Oh, so ein kleiner Schnucki. Und jetzt zeige ich noch die Priada. Jetzt habe ich da den ersten Rüden. Der ist auch schwarz, hat überall bei den Bratzahl ein bisschen weiß und beim Nasi und hat einen richtig großen weißen Fleck am Hals. Das irritiert mich jetzt ein bisschen, wenn ich da beim Kopf von Zirk gehört. Ja, ich sag, das ist ja was Sauerei, da zirkt sich die kleinen Puppi umeinander. Ich hoffe, dass man es halbwegs gut sieht, weil ich weiß eh, schwarze Hunde sind im Video recht schlecht zum Erkennen und auch auf die Foto. Aber jetzt haben wir eh schon Scheinwerfer da stehen. Wenn wir Blitz fotografieren oder so, tun wir nicht wegen den Augen. Okay? Aber irgendwann kommt sie ja eh zu Besuch und schaut sich das live an. Dann sieht man natürlich mehr. Und im Sonnenlicht, wenn es dann Frühling wird, wird sowieso alles ein bisschen leichter. Und wir schauen uns den nächsten Bruder an. Der ist auch wieder toll gezeichnet. Bei der Geburt haben sie alle ganz schwarz ausgeschaut. Jetzt stellt sich aber außer, der ist Black Tan. Wenn es ganz genau schaut, der hat braune Bratzahl, hat braune Tupferl über die Augen und ein ganz ein großes weißes Brustfleckerl. Also der ist wunderschön dreifärbig gezeichnet. Das wird natürlich wieder ein kleiner Schönheitsprinz. Und die Besitzerin vom Deckrüden ist schon genauso neugierig auf das Video wie ihr, weil natürlich jeder immer wissen will, wie die Schnuckelchens werden, weil in der Hundezucht erleben wir oft eine Überraschung, selbe Mama, selber Papa und vielleicht im nächsten Jahr wieder ganz ein anderes Ergebnis, weil das mit der Form ist nie alles so fix. Es hängt immer davon ab, wie halt die Vorfahren ausgeschaut haben, welche Gene drinnen sind und ich sage immer, das mit den Genen ist wie mit einer Buchstabensuppe, mal schwimmen man die A oben und mal schwimmen man die B oben, wir haben es erwischt. Und jetzt kommt noch der letzte von den kleinen Gebrüder Maltipu. Das Schnuckelchen da ist ja ganz entzückend. Der ist ja angewollt wie ein Kuli, schwarz-weiß, also braun kann ich da nicht entdecken. Ist wirklich rundum ganz gleichmäßig geschickert. Und wenn sie in der Decke so unterbrochen schwarz-weiß sind, haben sie immer ein weißes Bauchchen. Tada! Okay. Also einer ist wirklich da schöner wie der andere. Ein toller Wurf. Jeder ist ganz eigen, jeder ist ein bisschen anders. Und wie gesagt, wenn sie dann größer werden, werdet ihr durchtragen, wenn ich Fotos mache, weil die Hunde werden so schön, dass man sich das heute noch gar nicht vorstellen kann. Ich habe ja auf der Homepage einige Fotos und Videos, wie es dann älter ausschauen. Und die werden euch sicher schon verzücken und wahrscheinlich wird euch eh das Video auch schon zum Ausflippen bringen. Aber ein bisschen Geduld müsst ihr haben, dass man richtig sieht, wie es dann ausschaut. Okay? Dann sagen wir, leider sind wir schon durch, wir haben ja nur vier und sagen Tschüss, Baba und bis zum nächsten Mal.